scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und das was er da macht und wie er das macht, das wird er bestimmt noch ganz kurz auch noch erzählen, heute für uns. Jetzt muss ich mal sehen, was er sich für ein Thema für heute überlegt hat. Ich glaube, sein Thema hatte ich, und zwar, das war, ja, war das mit Abenteuerleben, mit Sinn und Sinnlichkeit. Oh, hatten wir schon Teile heute davon. Also das Bedürfnis nach dem Sinn und Glück des Lebens begleitet uns wie ein roter Faden. Es fühlt sich erstmal wie ein stiller Sehnsuchtruf als Unbekannte, bis die Ansage zum Aufbruch bewusst und klar wird. Jetzt. Es geht jetzt los. Also du bist jetzt bereit, Viktor. So, danke, lieber Ovidio, für die Einführung. Ja, das ist die Frage. Bist du jetzt bereit für Abenteuerleben? Und wie kannst du das Abenteuer, also dieses wunderbare Denk, wunderbare Phänomen Leben mit vollstem Sinne, sinngemäß, sinnerfüllt wirklich erleben? Und das war tatsächlich vor einiger Zeit auch bei mir eine klare Entscheidung und eine Frage, die auch zu einer Entscheidung stetig, aber sicher geführt hat, auch gefühlt, was ich erlebt habe, was ich mitgenommen habe, auch diese Art von Sehnsucht nach dem Glück, nach Sinnerfüllung. Es hat mich begleitet und erst später kann ich auch verstehen oder besser verstehen, was vielleicht damals noch nicht so klar war. Tatsächlich sehr engagiert in Projekten, schon als High Performer, frisch von der Uni, wirklich das Beste zu machen, Situationen vorausschauend im Projektalltag, und irgendwann versteht man, große Räder drehen sich langsam. Es braucht sehr viel Kommunikation, Verständnis, auch Kompromisse. Und schnell zu machen, schnell zu agieren, schnell umsetzen, ist nicht immer einfach, weil es bedeutet auch eine Änderung. Eine Änderung auch für die anderen. Das heißt, was Irmal auch gesagt hat, wir sind nicht alleine. Wir sind immer im Austausch, ob wir es wahrnehmen, ob wir es wollen oder nicht. Aber wir haben eine Wirkung, also du hast eine Wirkung. Und es ist die Frage, weißt du Bescheid über deine Wirkung? Weißt du Bescheid über deine Qualitäten? Weißt du Bescheid, was dich motiviert, was dich inspiriert, was dich antreibt? Und das ist ein Klärungsprozess, was im Leben bewusst und unbewusst abläuft. Und wie auf dem Tempel, oberhalb des Tempels in Delphi steht, noscete ipsum, also kenne oder erkenne dich selbst. Das ist wirklich ein Aufruf, was mich immer begleitet hat, um mich selber zu verstehen, aber auch zu verstehen, warum im Außen so schwierig ist. Warum die Sachen nicht so einfach sind, wie ich sie mir vorstelle oder wünsche. Und das Gefühl, was wir entwickeln oder im Körper wahrnehmen, das ist immer ein guter Indikator, wie geht's mir gerade. Also ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, ich bin erfreut, ich bin auch bewegt von deinem Beitrag, Ovidio. Ich fühle auch neu, ich fühle meinen eigenen Körper, aber auch, es gibt eine unbekannte Grenze, wo es mich so ein bisschen unwohlfühlig stimmt. Ich weiß nicht, wie ich agieren soll oder verstehen soll, weil es ist was Neues. Das kommt immer wieder im Leben.
Und das ist auch dieses Komfortzonen- oder Wachstumszonenmodell, das heißt aus dem Bekannten, aus dem Vertrauten immer darüber hinauszuwachsen. Und das ist wie am Meer. Wir sehen die Wellen, wir sehen die Weite. Und es ist so die Neugierde, den Impuls herauszufinden, wie ist es dann draußen? Wie ist es über diesen bekannten Zone, diese bekannten Komfortzone darüber hinauszuwachsen? Und das ist eine Kraft, die das Leben auch antreibt, die uns oder die mich auch selber persönlich immer wieder vorangetrieben hat. Das heißt, auch herauszufinden, was im Innen oder auch draußen im Leben ist. Und irgendwann war mir klar, ich möchte irgendwann smarter, weiser, entspannter, glücklicher sein als früher. Ich hatte so die Vorstellung, ja, irgendwann mit grauen Haaren und total entspannt und weise. Und das ist so ein Bild, was mich immer reingetrieben hat. Also wirklich auch Situationen, wo ich bemerkt habe, wie kann ich diese transformieren? Wie kann ich darüber hinauswachsen? Und das ist tatsächlich, was immer wieder im Leben passiert, wie die Stürme im Leben. Es gibt dann auch Sinnstürme. Es gibt auch Sinnkrisen. Es sind Momente, wo alles bewölkt wird, wo alles dunkel ist, wo ein Sturm ist und wir wissen nicht, was dann passiert. Aber wirklich oder wichtig ist zu wissen, das Leben geht weiter. Das Leben fordert uns und fördert uns auch, ob wir wollen oder nicht. Und das ist die Frage. Sind wir offen? Sind wir bereit, über uns hinauszuwachsen? Können wir ein Gefühl von Radical Acceptance entwickeln, was Irmela erzählt hat? Können wir im Hier und Jetzt sein? Das heißt, uns wirklich befreien, was gestern passiert ist oder vor einem halben Jahr oder vor 5 Jahren. Und können wir diese Erlebnisse, die wir haben, transformieren? Können wir darüber hinauswachsen? Das heißt, kann ich mich innerlich befreien? Kann ich fein mit mir sein? Weil wenn ich fein mit mir bin, dann bin ich mit vollster Kraft mit meinen Anteilen bei mir. Das heißt, ich verstehe meine Stärken, ich verstehe meine Schwächen. Und ich finde die Kommunikation, die Kommunikationswege, die Verbindung mit mir selber, mit meinen Anteilen besser umzugehen. Und wenn ich was vorhabe, wenn ich ein Vorhaben habe, wenn ich was spüre, ich drücke es nicht weg, sondern ich verstehe es, ich kann es einordnen, ich kann nach dem Sinn fragen, was sagt mir das? Oder in Kommunikation treten. Aber das ist wirklich ein Impuls, wie ein Receiver, wie ein Empfänger, dass ich mit allen Sinnen das Leben wahrnehme. Spüre ich Freude? Kann ich diese Freude zum Ausdruck bringen? Bin ich traurig? Ja, ich bin traurig. Es ist nicht so schlimm. Und auch verstehen, ja, das, wie wir aufwachsen, wir wachsen tatsächlich in unterschiedlichen Kontexten, persönlich, familiär, kontextuell oder kulturell. Gefühle werden anders kommuniziert oder damit anders umgegangen. Die einen lachen darüber, die einen zeigen es ganz offen. Ja, es ist so. Und wie geht's dir, du da draußen, wie geht's dir damit? In solchen Situationen. Und ganz wichtig, was gibt dir die Kraft und wo findest du diese Kraft und diese Quelle, dass trotz allem, wie Viktor Frankl gesagt hat, trotz allem zum Ja zum Leben sagen. Das heißt, das nehmen, was das Leben gibt, das Gute nehmen, dein Bestes tun und vertrauen. Aber das Leben geht immer weiter. Und ich wünsche dir
euch, uns allen viel Freude, das, was das Leben gibt, anzunehmen, dankbar zu sein, weil genau das macht uns aus, diese Wertschätzung für das, was es ist, das radikal anzunehmen, das zum Besten machen und neugierig offen, was morgen noch mehr oder anders oder Wunderbares noch sein kann. Vielen Dank, Viktor Center, Kraftquelle der Stille, weil in der Stille liegt die Kraft. Vielen Dank.